Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Halloween Specials. Diesmal mit The Final Station. Das Einzige, was ich diesmal über das Spiel weiß, ist, es ist ein Side-Scrolling, also von links nach rechts Spiel, wo es darum geht, dass wir mit einem Zug fahren in irgendeiner Welt, die von Zombies oder irgendwelchen Wesen bewohnt wird, und wir müssen praktisch überleben. Und haben dafür halt unseren Zug, mit dem wir durch von Bahnhof zu Bahnhof fahren, Ressourcen finden und sowas. Also gespielt habe ich dasselbe auch noch nicht großartig. Das sind wir. Wir haben unsere Pistole. Nice. Und unseren Schlag. Oh. Hallo, mein Freund. Fällt mir hier richtig gut. Auch diese kleine War das schon immer hier? Ich habe mal den Anfang gesehen davon, aber ich kann mich nicht erinnern, dass das hier... Also, an die Szene erinnere ich mich. Dass da unten aber so viel war, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Dadurch und... Wir sind tot. Danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Im 106. Jahr nach dem ersten Ausbruch. Seife und Münzen. Ich finde die Wohnung irgendwie hübsch. Also, natürlich gibt es bessere, aber ich finde das Design halt irgendwie cool von der Wohnung. Essen. Alle Bürger, die das 16. Lebensjahr erreicht haben, müssen sich für die Übung im Falle eines zweiten Besuches am örtlichen Krisenzentrum einfinden. Die nächste Übung findet an diesem Freitag statt. Die Verwaltung von Armand White. Dann stand da 106 Jahre nach dem ersten Besuch. Oder so. So. Hallo. Du bist aber früh heute. Martin ist heute nicht hier. Er ist irgendwohin verschwunden. Heute übernehme ich seine Arbeit. Und wahrscheinlich Martin. Wir nehmen einfach mal ein paar Zigaretten und ein bisschen Whisky mit. Und hier? Gesucht. Für den Bau des Wächters werden Ingenieure, Mechaniker und Bauarbeiter gesucht. Mindestens 10 Jahre Berufserfahrung. Unterkunft im unteren Sektor von Metropol. Verpflegung, verdoppelte Rente werden gestellt. Bezieht sich nicht auf Siedlerfamilien. Also wir sehen schon... Oh, hallo. Urlaub? Vorbei? Der Chef ist heute nicht da. Du musst dich nicht beeilen. Ich gehe mal davon aus, weil da ein Preis dran steht, dass wir die Sachen verkaufen können. Was haben wir hier? Oh, das scheint unser Spind zu sein. Oh. Ich habe wohl aus Versehen die Tür geschlossen. Ich habe nichts gesehen. So.
Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Er ist nicht der beste Zugführer. Was, wenn etwas schief geht? Beruhige dich. Ich werde ihn beobachten. James, das ist ein sehr wichtiger Zug. Ich weiß. Na, jetzt geht's. Oberhaus Metropol. An Paul Anderson, Bahnhofsvorsteher Bertfurt. Bestätigung des Blockercodes. Ah, hier unten wird's angezeigt. Auch gut gemacht. Wobei, ich würde ganz gerne. Na, kann man nicht. Sieht eher so ein bisschen aus wie ein Flugzeugtower. Finde ich auch sehr interessant. Hallo. Als du weg warst, haben sie neue Blocker aufgestellt. Der Chef hat den Code in seinem Büro gelassen. Gib ihn in das Feld neben dem Zug ein. Auf dem Weg erzähle ich dir die Einzelheiten. Ich kann mich übrigens auch teleportieren, deswegen brauche ich nicht laufen. Und das ist unser Zug. Und 8, 5, 2, 7. Auch nach Bremen. Der Zug? Keine Ahnung. Das ist ein Versuchsmodell. Die Technik versagt oft. Du musst sie manuell bedienen. Wenn es überhitzt, können wir nicht weiterfahren. Wir müssen den Zug nach Wildstream. Wichtiger Befehl von oben. Ein Tag hin, ein Tag zurück. Ein doppeltes Prämiengehalt. Klingt gut, finde ich. Ach ja, die Blocker. Erinnerst dich noch an den Unfall bei Exla 5? Schlimme Sache. Natürlich, das kann der Rat nicht einfach auf sich beruhen lassen. Braucht man einen speziellen Code vom Bahnhofsvorsteher. Klingt vernünftig. Aber was ist, wenn der Bahnhofsvorsteher an diesem Tag oder wenn etwas anderes passiert? Also weiter als hier habe ich definitiv noch nie gespielt. Also bis zum Zug bin ich damals gekommen, aber... Sie haben sich verspätet, Mr. Anderson. Es gibt heute keinen Schnellzug. Sie müssen diese Rostlaube nehmen. Haben wir das jetzt gesagt, oder? Egal. Hallo. Wie ist der Urlaub? Ich verstehe. Ich habe den Worker-Code nicht. Der Chef hat ihn. Er ist Mittagessen gegangen. Du kannst hier warten oder in der Stadt nach ihm suchen. Ich bin mir sicher, er ist irgendwo in der Nähe. Verschlossen. Gut. Mit dem neuen Blocker hat man doppelt so viel Arbeit. Diese Idioten in der Regierung. Nicht jetzt. Nicht. Ich habe heute frei. Der neue Kassierer ist fürchterlich. Schaff ihn mir vom Hals und finde einen neuen.
Es sind Meldungen über Kommunikationsprobleme im Westen des Landes eingetroffen. Insbesondere die Regierungen in der Nähe der Grenze des ersten Kontakts antworten nicht. Wir warten auf Einzelheiten. Klingt ja sehr gut. Erstens, um 6.40 Uhr aufstehen. Zweitens, 1 Liter Milch trinken. Drittens, 10 Kilometer joggen. Jeden Tag wiederholen. Ich höre. Warum lenken Sie mich von der Arbeit ab, Sir? Ich konnte Adam nicht darauf ansprechen. Er ist genau wie sein Vater. Was machen wir jetzt? Wir müssen einen Umweg finden. Michael, ich weiß, dass es eine große Ladung ist, aber wenn es uns gelingt, sie aus Crystal wegzuschaffen, haben wir für unser ganzes Leben ausgesorgt. Oh. Entschuldigung, ich habe den Zug ganz vergessen. Den Schlüssel habe ich hier im Koffer. Ich habe einen Zettel mit dem Code im Schrank gelassen. Aber nimm bloß nichts anderes mit, nur den Code. Ja, du hast recht. Entschuldigung. So. Wo ich gerade dabei bin, gehe ich mal ganz kurz noch. Oh, mein Freund. Hilf mir. Mir fehlen ein paar Münzen für das Bier. Ja, nun, schau selbst. Sei vorsichtig, wenn du nachts spazieren gehst, dass dir nichts aus Versehen eine Kiste auf den Kopf fällt. Ich glaube, das Ganze mit den Charakteren anders vorlesen, muss ich alles noch üben. Gibt's was Neues? Nein. Diese kleine Jog-Animation. Zack, 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 zack. Oberhaus Metropol, an Richard Rogers, Bahnhofsversteher, Nebenlad. Bestätigung des Blockcodes, dankeschön. Kann ich da? Achso. Entschuldigung. Jetzt haben wir schon 2 Passagiere. Ja, drinnen ist es noch schlimmer. Ah ne, das ist okay. Gibt es ein Problem? Problem? Ja. Ja, ich habe ein Problem. Und sie fügen noch neue Filtern. Ich muss die auch noch. Sir, der Fahrplan wurde seit Jahren nicht mehr geändert. Ja, das weiß ich. Da ist. Boah, ich krieg das. Da ich seit 20 Jahren. Diese Idioten am Bahnhof haben behauptet, dass sie den Zugführer nicht erreichen können. Hallo, willkommen zurück. Danke. Keine Routen im Bahnhof gefahren. Allerdings gibt es im Süden Kommunikationsprobleme. Ich hoffe, die Brigade kann das beheben. Ich auch. Peter ist noch mal. Der hat gerade den komplett. Der hat so ein Ding gegessen. Was ist da drin? Zwei. Hast du gehört? Schon war im besten Stand. Nordroute S40. Aber die Endstation hat er nie erreicht. Also, was mir jetzt schon auffällt, die Texte sind teilweise viel zu schnell weg.
Und es erklärt nicht ganz, was man. Natürlich kann man es leicht herausfinden, es ist trotzdem nervig. Und natürlich brauchen wir auch wieder einen Code hier. Warum einfach, wenn es auch schwer ist? Ich muss los, Michael hat Probleme mit der Patrouille am Ende. Hallo. Der Code. Oh ja. Der Code. Irgendwo hier lag ein Handbuch, in dem stand, wie man ihn ausdruckt. Gib mir ein paar Minuten. Geh erstmal durch die Stadt. Dafür nehme ich deine Zigaretten mit. Geh durch den Scanner. Schneller. Hören Sie zu. Sie haben den Verkauf aller Fahrkarten in den Süden eingestellt. Aber ich muss dringend nach... zurück nach Hause. Ja, deutsche Übersetzung nicht ganz so gut, aber okay. Es ist wichtig. Ich bezahle. Ich habe Geld. Danke. Immer noch keine Einzelheiten. Der Rat schweigt. Ich glaube, dass sie schon evakuiert wurden. Unsinn. Und wie kommen wir zu ihr? Was? Nein, wir müssen in den Norden. Was kann ich hier kaufen? Sind das Lebensmittel? Das ist halt... Schließen. Erstmal weiter. Ja, ich gehe mal davon aus, dass es Lebensmittel sind, aber es erklärt es halt nicht wirklich. Ein bisschen unfreundlich. Ich wiederhole. Der Fahrtkartenschalter ist geschlossen. Ja? In alle Richtungen. Mein Freund, könntest du bitte mal in der Küche fragen, wo mein Fleisch bleibt? Ich bin Schaffner und ich bin kein Kellner oder so. Guten Tag. Was möchten Sie bestellen? Nein, das haben wir nicht. Tut mir leid. Haben Sie das verflixte dreifach gekochte Fleisch bestellt? Ich habe es eine ganze Stunde lang gekocht. Wow. Ernsthaft? Das hat jetzt wohl nichts gebracht. Jetzt weiter. Ab nach unten. Psst. Verrate ihn nichts von mir. Irgendwas geht hier vor sich. Glaubt dem Militär nicht. Komm rein, schneller! Stehen bleiben! Was hast du hier verloren? Du bist ein Eisenbahnmitarbeiter, du hast keinerlei Befugnis. Wenn ich dich hier nochmal sehe, bist du weg vom Fenster. So, das haben wir, das hat die Bar und das ist der Preis, den wir jetzt bezahlt haben dafür, dass wir etwas Hunger bei unseren Gästen wieder gut machen können. Gästen, sage ich, bei unseren Leuten, die wir da rumchauffieren. Nein, ich gehe nirgendwo hin. Zu Hause hört mir niemand zu. Stell dir das mal vor, Junge. Wenn wir den Wächter haben, wer rettet uns im Falle eines zweiten Besuches? Und warum?
baut der Rat jetzt diesen riesigen unterirdischen Schutzräume. Könnten, würde jetzt theoretisch unten lang gehen. Das Problem, was ich dabei sehe, wenn das stimmt, und das Spiel wirklich ist, dass wenn man zweimal auf den Typen trifft, dann macht der Hackfleisch aus uns und dann können wir wieder irgendwo anfangen, wo wir irgendeinen Checkpoint, falls es hier Checkpoints gibt. Es hat nicht piep gemacht. Ich hab den Code ausgedruckt. Ich hoffe, das stimmt alles. Wo ist Amanda? Metropol Hauptbahnhof Keskos. Bestätigungscode, dankeschön. Das Schöne ist ja, wenn wirklich was passiert und wir irgendwo anlegen, müssen wir erstmal halt diesen komischen Bestätigungscode suchen und alles geht zugrunde und unser Zug fährt nicht weiter, weil wir keinen Bestätigungscode haben. Das ist so lächerlich. Vor allem, es gab ja schon mal diese Krise. Würde ich ja nicht so ein... nochmal so ein... Okay, er sieht hungrig aus, kriegt aber nichts. Man sieht ja die Sachen, die sie sagen, also man, jeder, der das gerne wissen würde, kann ja selbst lesen. Weil es ist gerade, ich muss gerade erstmal gucken, wie ich mich hier zurechtfinde. Das ist ein bisschen nervig. Was? Nein. Okay. Geben wir dem mal trotzdem was zu essen. Der andere hat auch ein bisschen. Dann gebe ich dem jetzt die letzte Rat. Na, wer weiß. Weil wenn er jetzt echt aussteigen sollte, haben wir ein Problem. Aber naja. Okay, wir haben die Passagiere alle abgeliefert, kriegen jetzt das Geld dafür, dass sie überlebt haben. Gut. Problem ist, ich habe ihm meine... Ich will meine Ration wieder, Kumpel. Warum haben sie uns hier angehalten? Kannst du hier rausfinden, was vor sich geht? Super. Ich weiß. Ja, aber ich habe keine Berechtigung mehr. Das Militär ist jetzt an der Macht. Der General erwartet dich bereits. Ich habe das Gefühl, es wird nicht gut ausgehen. Beeil dich besser. Ich habe Fieber. Deswegen habe ich dich gebeten, nicht in die Nähe dieser Teile zu gehen. Nicht bewegen. Kein Zutritt zum Lazarett. Zutrittscode. Gut. Geh hinein. Wir gehen jetzt einfach mal direkt durch zum Herrn General. Weil ich nämlich wieder total überziehe. Ist hier. Sie werden in 20 Minuten hier sein, Sir. Hör mir gut zu. Wohin wolltest du?
Bildstream? Bildstream gibt es nicht mehr, mein Sohn. Genau wie die anderen Gebirgsstädte. Wir brauchen deinen Zug, um wichtige Ladungen zu transportieren. Sie wird schon an den Zug angekoppelt. Wir liefern sie nach New Coastfield und warten sie auf weitere Anweisungen. Wie alle von uns. Aber Befehle sind Befehle. 10 Minuten, Sir. Verdammt, schneller. Ihre neue Route haben sie kaum angerührt. Vielleicht gibt es dort Überlebende. Rette, wen du kannst. Das ist deine zweite Aufgabe. Los! Viel Glück, Junge. Naja, klang jetzt nicht wie beim ersten Mal, aber... Bisschen habe ich mich jetzt echt erschreckt. Oh, upsie. Können die mir folgen? Sieht so aus, ne? Kannst du Leitern steigen? Anscheinend nicht, oder? Ne, kann er nicht. Irgendwie auch ein bisschen schade. Ich kann ja auch keinem jetzt sagen, ey, da unten ist er noch. Zugangscode. Uns wurde befohlen, die Ladung zu eskortieren. Steigen Sie ein. Okay, F94. Hauptsache, die wird zwischengekoppelt. Naja. Dann verlieren wir die Ladung nicht so schnell. Erst den Passagierwagen, aber okay. Und wir überziehen schon wieder im Maßlos. Darauf können wir nicht antworten. Die ganze Operation ist streng geheim. Fährst du jetzt in den Norden? Ist bei Ihnen dort alles in Ordnung? Es geht so. Ich war schon ruhig. Sie berichten von Schießereien, der Radspalt. James? James ist offline. Bitte nur aussteigen, wenn der Zug anhält. Wie? Ja, okay, durch die Felsen und so, aber die Sichtweite war... Aber warum? Und da wir jetzt Medikits und so haben, würde ich sagen, das Spiel beginnt jetzt wahrscheinlich gleich. Sieht so aus. John, Sie haben mich in die Zentrale gerufen. Es ist etwas Dringendes. Wenn ein Zug eintrifft, ich habe den Code. Ah. Gut. Leer. Umso besser. Sucht für den Bau des Wächters. Ach, wir sind jetzt, Liste der aktuellen Routen. Wir sind jetzt da, wo wir hergekommen sind, so wie es scheint. Mein Gott, Sie sind ein Retter.
Gut, ich habe verstanden. Ich warte im Zug auf Sie. Ich kann mich übrigens auch teleportieren. Wie jeder hier in der Stadt. Hallo, mein Freund, du. Hä? Zigaretten. Das ist der Bestätigungscode. Halt. Sag mir erst, wer bist du? Aus dem Zug? Okay, ich warte dort auf dich. Tja, das war's dann wohl mit der Munition. Ab zum Zug. Und flop. Und weiter geht's. Fährst du noch Redmond? Nein, tut mir leid. Ist alles ruhig bei dir? Ich erinnere mich nicht daran, dass hier ein Tunnel gebaut wurde. Entschuldigung, die Verbindung Brie A. Und offline. Und ja. Es war so knapp. Aber was ist dort passiert? Wer sind diese Leute? Verstehst du das nicht? Das ist er. Er? Der zweite Besuch. Nein. Nein. Das hätte man uns gesagt. Es gibt keine Verbindung, dass ich in den Sprachen... Naja. Es... Er hat Hunger und sieht, wovon er tut. Er hat Hunger, ich muss den Zug reparieren. Hallo? Warum? Ich habe jetzt gesehen, das ist noch ein Medikit. Und Fluxi. Vielleicht noch irgendwas anderes. Nichts mehr zu essen, ich habe noch ein Medikit. Ja, achso, er gibt einem auch. Ah, die Belohnung. Kann auch materiell sein. Cool. Naja, dann würde ich sagen. Das ist ein guter Ort und Moment, um das Ganze zu beenden, während wir hier gerade in die Station ankommen. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, für euch hat der kleine Einblick in das Spiel gefallen. Wir hatten ja wenigstens noch eine kleine Schießerei. Und ja, bis zum nächsten Mal.